So, machen wir mal einen Test mit Share Factory. Bin heute Morgen den McLaren in Spa gefahren und den Audi TT in Spa. Und möchte die beiden jetzt mal so direkt nacheinander vergleichen. Fangen an. Das erste Rennen starte ich als Siebter mit dem McLaren. Ist noch alles ruhig. Und auf geht's. Und direkt wieder ein Lexus am Arsch. Zum ersten Mal. Die kleine Cleo nervt mich schon. Dann will er da vorbei. Manche haben einfach keine Geduld. Ärgerlich, wenn man sowas rausfliegt. Vor Geraden komme ich ein bisschen weg vom Cleo. Hinten dran am Ferrari. Und der McLaren ist noch im alten Design, ist noch nicht in der Lackierwerkstatt gewesen vom Hartmann. Gleich seht ihr den Audi mit der frischen Lackierung. Große Kurve und der mit seinem blöden Cleo, der quetscht sich dazwischen. Ich flieg fast raus. Das ärgert mich. Hinten dran. Kommt aber letztendlich auch nicht vorbei. Und jetzt hier schießen sie beide durch. Der Porsche muss ich gegenhalten, sonst komme ich gar nicht rum. Dann verliere ich nur einen Platz. Und hab wieder Nissan im Nacken. Sehr gut gekriegt, ihr Rouge. Jetzt an den Mercedes ran. Den Nissan kann nicht mithalten und ich ziehe vorbei. Der sieht gleich direkt anlaufen, blinkt schon, Moment, ich springe zur Seite, wenn er kommt. Er saugt sich da ran und zieht jetzt nach außen. Und
ist neben mir. Für Nissan im Nacken und Lexus. Hier in der Kurve kann der Nissan nicht gehen. Kommt deswegen, glaube ich, jetzt auch ein paar Sekunden. Da verbrannt sich der Mercedes und wird jetzt rausgekickt von dem Nissan. Gibt dann noch mal was drauf, 3 Sekunden Strafe insgesamt. Da geht mir fast das Heck weg. Der mit dem Nissan neben mir, der hat 3 Sekunden Strafe. Brauche ich nicht gegenhalten, den lasse ich fahren. Versucht vorbeizukommen, also den Schatten schafft es aber auch nicht. Duell auf der Bremse. Ja. 1-0 für McLaren. Platz 7, 8, 9, 10 hängt noch alles sehr eng beieinander. Platz 6 ist schon ein bisschen weg. Der Klingel da vorne. Ich gebe zu, den hätte ich gerne gekriegt. Versucht es nochmal, kommt nochmal ran. Aber er ist nicht wirklich schneller. Sobald er aus dem Windschatten rausgeht. Ich mache ihn ein bisschen zu, damit er sich nicht neben mir setzen kann. Und schön auf der Seite bleiben. Sechster Platz, weil einer kurz vor der Linie steht. Brotzeit oder was macht er da? Keine Ahnung. Das war Spa mit der McLaren. Jetzt das gleiche noch einmal mit dem Audi. Audi TT. Hier starte ich von Platz 5. Mit der gleichen Quali-Zeit. Audi ist schon im neuen Hardball-Design. Kann ich nur empfehlen, wer den Wagen lackieren möchte, meldet sich bei Hardball oder bei mir, ich gebe es dann halt weiter. Da geht's los von Platz 5, hinter mir Nissan. Und dahinter glaube ich Lexus. Ist gar nicht, warum die Kisten so beliebt sind. Und auf geht's. Und noch ein Brite. Ein Brite im Nissan. Oder im Lexus. Uff.
Zum ersten Mal in die Rouge. Mit knapp 210 oben raus. Es geht noch ein bisschen besser. Die lange Gerade. Trotz Windschatten kommt der Nissan nicht wirklich näher, im Gegenteil. Ich komme näher an den McLaren. Gerade selber noch McLaren gefahren, letztes Jahr haben wir einen. Da fliegen die Pöller durch die Gegend. Zusehen macht der Audi eigentlich einen viel ruhigeren Eindruck. Wobei selber beim Fahren hatte ich den Eindruck gar nicht. Also gut, die Gänge waren anders übersetzt. Der McLaren hat einen Gang mehr. Die erste Runde erstmal gucken, was macht er. Aus Belgien kommt er, glaube ich. Dave aus Belgien. Vorne dreht sich einer weg. McLaren dreht sich weg, so rutschen wir jeweils einen Platz nach vorne. Ah, lass ich ihn nochmal ziehen. Soll man dagegen halten, Ausnahme bauen, viel zu viel Risiko. Schön reinbremsen. Lexus jetzt hinter mir. Na klar, hat die Kurve besser bekommen als ich. Müssen wir uns wieder ranarbeiten. Lexus und Mitsubishi, nein, Nissan hängen wir wieder im Heck. 214 kam ich diesmal aus der Rouge. Lexus ist vorbei. Nissan kriegt seine Zeitstrafe. Ich schließe wieder ein bisschen zum McLaren auf. Lexus schließt ein bisschen zum Audi auf. Schöne Dreier-Truppe. Belgien, Deutschland. So die Reihenfolge auf 3, 4, 5. Bisschen Druck auf den Knall, ein bisschen nervös machen. Aber man sieht hier, der Audi nickt viel, viel tiefer, viel, viel früher ein. Bin eher an die Bremsen, weil ich will ihn nicht drauf fahren. Natürlich der Nachteil, wenn ich so weit nach vorne gucke, kommen die von hinten näher. Der Lexus kommt immer näher, aber außenrum wird das nicht schaffen. Vor der Startziel. Bin ich schon ganz schön nah dran. Am McLaren. Bleibt natürlich jetzt auf der Bahn nach innen nicht frei für den Lexus, weil dann wäre er durch. Die engere Kurve, dadurch aber weniger Schwung. Lexus von außen rum.
1:2 durch Jean Rouge. Ich lasse ihn Platz, halt aber voll dagegen. Keine Berührung, super. Krieg aber trotzdem eine halbe Sekunde Strafe, warum auch immer. Der Lexus-Fahrer auch. Und dahinter der nächste auch. Alles eine halbe Sekunde. Ja, dann mache ich jetzt Attacke. Noch ein bisschen mehr Druck auf den McLaren-Fahrer aus Belgien. Da macht er den kleinen Fehler. Er lässt die Tür auch ein bisschen offen rein. Er versucht direkt den Konter, aber auf die Linie, wo er jetzt ist, keine Chance. Solange ich keinen Fehler mache. Da verliert der McLaren seinen Wagen fast komplett. Der McLaren-Fahrer natürlich. Kuddelmuddel. Die Jungs halten sich gegenseitig auf, ist für mich gut. Aber die Sekundenstrafe, die kriege ich hinterher drauf. Der nächste hinterher hat aber auch eine halbe Sekunde Strafe, daher ist der Abstand egal. Zum letzten Mal die Schikane vor Startziel. Und da gehe ich als Dritter durchs Ziel. Und alles andere bleibt auch durch die Strafen so. Ja. McLaren oder Audi, das ist die Frage.